Ich führe. Alles aufsitzen. Los geht's. Regen. Yes. Hey, Leute, macht mal bitte hinten die Klappe auf, damit ich Wasser rausfließt, was ihr so gesammelt habt. Jetzt, wir können wieder das zumachen. Gut. Bald sollten wir das Lager aufschlagen. Ich meine unsere Picknickdecke. Leute. Oh Mann, es kommen viele Blätter jetzt. Ich hab schon mal Holz geholt. Fettes Holz. Jetzt soll ich weiter. Der Techniker bewacht das Lager und die anderen gehen. Sie vermuten, da vorne ist ein Krokodil. Oh, wir haben ja ganze Fangnetz vergessen. Das große Fangnetz. Tür zu. Fenster zu, Tür zu. Jetzt gehen wir mal hier. Dann kommen wir rein. Bei der Gummistiefel. Seepflanzen. Und wir haben hier eine kleine Insel, die man ein bisschen draufsetzen kann. Der mit der Axt ist der John. Leute, ich habe was gesehen da vorne. Ein Krokodil. Na komm, das schaffen wir. Schnell, rein.
mit ins Wasser. Jetzt, wir müssen überraschen von hinten. Alle Mann drauf. Wir haben es. Schnell, alle drauf. Zack, zack. Wir haben es, gut. Jetzt alle abgehen. Wir müssen zusammen hinterschleppen. Ich helfe. Ich helfe. Die beiden tragen es, die drei. Wir haben es, Techniker. Jetzt haben wir es rausgerollt. Gut, jetzt müssen wir das Netz auf ihn fallen. Auf ihn lassen. Krokodile können so abtransportiert werden. Ach, schon wieder tropischer Regen. Na toll. Auf Komodo. Auf Englisch nennen wir auch Komodo Dracheninsel. Das Forscherteam hat sich wieder zusammengefunden, nachdem das Krokodil im Zoo ist. Hier wird gerade ein Zoo gebaut. Da kann man sehen. Guckt euch mal um im Zoo. Da hinten ist das Tigerrehe und das Kamel und das Warzenschwein. Da findet ihr noch ein Schlange. Aber es hat eben den Stein gut gemacht, dass sie da so rauskriechen. Da werden noch Außenliege gebaut und Ohren verlegt an ein paar anderen Baustellen. Ist gleich im Dschungel. Heute mit dabei ist Dave. Dave Rowe. Er fährt den roten Land Rover. Hallo, willkommen auf Komodo. Die Insel ist eigentlich Naturschutzgebiet. Bei Forscher dürfen zwei von diesen Plastexemplaren mitnehmen. Sie kommen zu Forschungszwecken zu unserem neu angelegten Zoo. Wir müssen diesen Flusslauf überqueren. Grüne Lenny hat es geschafft. Wir müssen uns rausziehen.
Da vorne, ich habe welche gesehen. Sie brauchen dringend den anderen Jeep. Der hat ein Fangnetz, aber wir kriegen es nicht hin. Ich bin auf dem Stein. Ich hab's geschafft. Ich bin auf dem nächsten Stein. Sieh, ich guck doch mal, wo ich bin. Mann, der Weg sieht sehr beschwerlich aus. Willkommen, du Waran. Blöd. Ich habe den Weg nur aus der Ferne gesehen. In Wirklichkeit sind die Komodo-Warane ganz weit weg. Die klettern gerne auf Felsen. Ein gut Felsenkletterer. Da komme ich nicht hin. Wir brauchen das Fangnetz. Jede Menge Schlingpflanzen. Sieh krass. Blöd. Und auch sehr viele Wespen. Und sehr viele Seegras, Käfer, andere Sachen. Hoffentlich keine Schlange. Wir müssen den Haken unter Wasser befestigen. Ich tauche runter. Die Komodo-Warane haben sich ein trockenes Plätzchen gesucht, wo wenig Wasser hinkommt. Okay, geschafft. Okay, wir können ihn rausziehen. Geschafft, der Lenny ist draußen. Locken wir jetzt den Komodo-Waran an. Ganz da hinten sind die Echsen. In Steinbrüchen. In einem großen steinigen Bruch sind die Echsen. Vielleicht können wir sie ja irgendwie anlocken. Wir brauchen Fleischgüter, aber haben wir nicht. Wir schießen einen Vogel ab, dass wir den Komodo-Waran dann anlocken können. Jetzt haben die sich ja irgendwo anders gesetzt. Bei anderen. Aber die Forscher sehen die jetzt nicht mehr, den Mann. John hat mit dem Gewehr einen Vogel geschossen. Die Echsen riechen schon das Blut. Die werden gleich in die Falle tappen. Die Komodo-Warane gehen aber einen anderen Weg. Wo ist denn der Köder? Die gehen gleich ins Wasser. Die gehen gerade ins Wasser. Guck, der eine geht gerade ganz tief. Aber jetzt sind die Forscher nicht mehr, oder? Was ist, wenn der andere den dann in die Hand beißt? Da kommt gerade schon einer. Aber wir sehen auch nicht den anderen. Der andere schleicht sich an. Schnapp dich den Köder, schnell lässt du. Oh, die sehen ihn aber nicht. Weil die haben sich ja gerade gelehnt. Oh, voll schnell weg. Ah. Der Komodo-Waran hat der Frau in die Hand gebissen. Gar nicht gut. Ganz schön übel ist der Biss. Die Frau muss sofort verarztet werden. Damit hatten wir nicht gerechnet. Jetzt läuft auch noch weg, der Komodo-Waran.
Anscheinend war das ihr Mann. Er hat sich zwischen einer großen Felstür versteckt. Das war das große aggressive Männchen, was Moody begegnet ist. Die Frau ist schwer verletzt. Aber wir können erste Hilfe leisten. Oh oh, da rennt irgendwas. Nur schnell weg, da kommt er wieder. Der Komodo Varan ist wütend geworden. Guck doch, was der macht. Er ist sehr wütend. Er versucht sogar Steine zum Auto zu schmeißen, um seine Frau zu befreien. Er hat fast den Wagen den Wagen, wo die Frau drin ist, zerrissen. Weil er schleudert da den Stein hin. Der Stein hat gewagt. Die Komodo-Varan-Frau kann raus. Und sie gehen jetzt schnell. Und der hat es gesehen. Jetzt müssen die Tür schnell wieder zu. Reißen, weil der hat eine Tür getroffen, wo es auch reingeht. Schnell, Piet. Sie haben es leider nicht geschafft, aber sie geben nie auf. Let's shoot him with a tranquilizer gun. Das Männchen war zu schnell. Er hat es gehört. Die waren schnell in der Felshöhle. Mist. Die Varane kommen zurück. Watch out, the dragon is back. Die Frau hat sich schwer verletzt. Der Komodo-Varan versucht hochzukommen. Die Männer haben sich das Dach geflüchtet, aber mit zwei hatten sie nicht gerechnet. Sie müssen sich schnell das Gewehr beide in die Hand holen. Aber der Komodo-Varan fährt halt schon auf der Motorhaube. Der reißt ihn runter. Luke Skywalker hat jetzt das Gewehr. Bis Luke Skywalker sieht sie nicht mehr. Sie haben ein zu gutes Versteck gefunden. Und weißt du, was das Blödste ist? Der Mann ist noch mal draußen geblieben. Aber der Luke Skywalker merkt es nicht. Der John? Ist umgefallen, aber die hat nur so getan, als wäre er tot und gebissen worden. Luke, weil er sieht ihn nicht mehr. Weil er ist schnell in seinem Wagen verschwunden. Wir hatten großes Glück, der Komodo-Varan hat seinen Geil selbst gefangen. Oh oh, guck doch, was da kommt. Der Varan hat ihn runtergerissen. Weil Luke konnte sich befreien. Aber guck doch, was der eine Komodo-Varan gemacht hat. Was denn? Der hat den einen befreit. Oh oh. Weil die zwei verstecken sich schnell im Gras. Doch jetzt hat er eine gute Schussposition gefunden. Er lädt das Betäubungsgewehr. Der hat genau da getroffen. Da getroffen. Gut. Jetzt nimmt sie schnell. Sonst entwischen sie uns wieder. Weil sie sind krallmächtige Tiere. Sie können uns umreißen. Die Varane sind gefangen. Es war ziemlich schwierig. Im letzten Moment konnte Luke Skywalker noch schießen. Sonst hätte der eine Komodo-Varan ruckzuck zugebissen. Es gibt einen Schwerverletzten. Die Forscherin. Die heißt Melly. Die wird schaffen.
Jetzt beginnt der mühsame Rückweg. Alle Jeeps haben wohlbehalten durch den Fluss und alle Dandy. Heute sieht ihr die Steppe. Hallo, ich bin Jack. Und hier fangen wir jetzt Löwen in der Steppe. Und da wird hier die Safari Lodge. Wir befinden uns im Herzen Afrikas. Und wir haben super Jeeps. Jeeps auf Bruder umgebaut auf RC. Gleich geht's los, wir fahren durch die Savanne. We'll be right back.
Familie entdeckt. Dem Gewehr. Mit dem Betäubungsgewehr. Betäubungsschlag und räumen sie jetzt rein. Schnell den Käfig runterbringen. Piet? Ja. Jeep zum Startklar machen zum Einladen. Schwer die Biester. Von Dinos, nämlich meine Ranger von so möglichst viele Dinos sehen, wie sie nur können und filmen. Tschüss. Bis gleich. Sie befinden sich im Jurassic Park. Ich habe mich festgefahren, ich muss mich kurz mal wieder hier rausmühlen. Da wühlen, wie auch immer. Thank you.
Ja, bloß wir haben schon Ninos gesichtet. Ja, okay, wir kommen dazu. Okay, die Kamera ist einsatzbereit, hier ist ein super Kamerastandpunkt. Da, ein Parasaurolophus. Wunderbare Aufnahme, aber was ist das? Da kommt ja ein Raubsaurier. Und auf der anderen Seite trinken noch andere, die machen sich den Platz ja richtig streitig. Ja, ganz schnell wegrennen. Der rennt erst weg, wenn die einen Schuss mit den Hörnern abbekommen hat. Oh. Der Triceratops hat den Allosaurus in die Flucht geschlagen. Und wir haben alles auf Film. Hier hinten. Und der frisst dann nur so genüsslich. Mal gucken, ob er diesmal Beute reißen kann. Der hat ihn hingelegt. Er hat ihn mit dem Schwanz hingelegt. Der kommt so schnell nicht wieder. Wasserscheu. Der Allosaurus hat ein Aas gefunden, deshalb muss er keine Tiere mehr töten. Der Fristentier ist schon gestorben war. Es sieht sehr nach irgendeinem Tier aus. Wahrscheinlich
und ein großes. Das ist nämlich der Oberkieferknochen. Vom Oberkiefer. Wie zieht er den? Aber der geht nur mit den Vorderfüßen ins Wasser. Der geht jetzt irgendwo anders hin und frisst. Der will in Ruhe fressen und nicht mit von einem Ankylosaurus gestört werden. Oder anders. Der taucht ein bisschen mit dem Kopf ein. Nur der Schwanz guckt raus und der oberste Panzer. Der Tyrannosaurus Rex hat dem anderen Raubsaurier die Beute weggenommen und kaut sie jetzt genüsslich. Achtung, da kommt ein Allosaurus aus dem Gebüsch. Wir müssen alle abhauen. Oh shoot, I started you. I started again. Aber wir haben die super Filmaufnahmen im Kasten. Achtung, Tyrannosaurus Rex im Gebüsch. Schnell abhauen hier. Was? Ein Tyrannosaurus Rex? Tschüss, bis zum nächsten Mal, Jack. Die Kommunikatoren haben sich so super eingelebt. Es geht ihnen sehr gut und die Menschen freuen sich daran. Mein Safari-Forscher-Team hat den Auftrag für den Zoo, eine neue Schildkröte zu bringen, nämlich eine Galapagos-Schildkröte. Sie sind die größten Schildkröten der Erde. Die Frau ist wieder geheilt von dem Komodo-Arambis und die Jeep sind wieder voll aufgerüstet. Sie haben eine Säge, eine Axt. Hier ist ein Schäkel drin. Hier ist ein Box zu. Das ist ein Ölkanister. Das ist eine Säge. Das ist ein Arzt. Ein Rad. Das ist ein großer Koffer. Benzinkanister. Eine Box. Wo ein Schäkel drin ist. Hier haben wir ein paar Gewehre drin. Hier haben wir ein Wasserkanister. Hier eine Box, hier haben wir eine Safari-Decke, hier haben wir eine Lampe. Eine Motorsäge, ein Licht, eine Decke,
Benzin kann es da eine, noch eine Picknickbox. Hier haben wir eine Schaufel. Bis gleich. Jetzt fahren sie mal los. Und jetzt sehen wir noch, wie das Safari-Team da so auch so wie dahinter vorbeifährt. Es wird ein schwerlicher Weg dahin. Gleich sind wir auf Galapagos. Hier kann ich doch sitzen. Pete. Da! Da sitzt eine Riesenschildkröte. So, das Team ist angekommen auf Galapagos. Ein langer Weg mit dem Schiff. Und weiter geht's. Wir müssen jetzt Lust auf die Bank fahren. Ich fahre wieder einen roten Landy. Der macht ziemlich viel Dreck, der Grüne. Sieht. Verdammt schwül hier. Ups. Mein Überbord, unser Mechaniker ist von Landy gefallen. Wie geht's? Fuck. Geschafft. Mein Schuh war voll. Mir ja, war was. Aber voll ist. Ich ärgere mich. Da muss ich durch den Wald schwimmen. Hier breiten wir unser Lager aus. Das Nachtlager. Ui, diesmal hat sich die Frau festgefahren. Die
nicht gut aus. Und da kommt auch noch der Dreck zum Haus. Ich kann mir mit der Kette rausziehen. Autsch. Oh, oh, die Scheinegas ist wieder ausgefallen. Bäh. Lass doch auf, Mann. Da, eine tolle Schildkröte. Alles halt. Hä, wo hat sich der andere denn festgefahren? Diesmal sieht mein Schildkröte dann nicht weg. Wir müssen erst mal den grünen Landy retten. Kette umspannen. Mist. Scheiß Sumpf. Aber ich komme da nicht dran. Kette befestigen. Das ist kein Spaß, Leute. Das war kein Spaß, Leute. War Hauptsache geschafft. Los zur Schildkröte jetzt. Erstmal. Ring. So. Jetzt kriegt ein. Zack. Los, die Palette holen. Ja, eine Waldmann für den Wald. Wir müssen die Schildkröte auf die Palette hieven und festbinden. Schwer ist wie. So, wir haben es hingekriegt. Jetzt Tür zu. Au. Au. Blöde Schildkröte. Schildkröte hat mich gebissen. Au. Und sie hat mir den Finger an der Tür angeklemmt. Au. Er ist zweimal vom Jeep gefahren, wurde einmal gebissen und hat sich gleichzeitig in der Tür angeklemmt. Autschen. Das war nicht witzig, Leute. Jetzt beginnt der mühsame Heimweg. Hoffentlich lässt er sich nicht nochmal beißen. Bis zum nächsten Mal und jetzt möchte ich noch das Handy vorhalten. Hallo und willkommen zu Jack's World. Heute zeige ich euch ein neues Video. Wir befinden uns im Dschungel von Bangladesch, wo der Tiger wohnt und auch die Königskobra. Aber wir wissen nicht, ob wir die Königskobra sehen. Die ist nämlich schwarz mit einem gelben Umrang unten. Bis gleich, ich sehe euch.
Warte, ich guck noch mal kurz nach unserem Tiger. Und da hinten ist er in Sichtweite. Der Safari-Jeep musste weg, weil aus Jack City ein Notruf gekommen ist, weil da Riesenspinnen eingebrochen ist und die müssen gefangen werden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, schneller fahren, Jungs. Wir sind hier nicht beim Zirkus. Wartet mal kurz, anhalten. Ich glaube, ich habe da vorne was gesehen. Jungs, aussteigen! Hey, da hinten ist ein Skelett! Was, das müssen wir sehen! Gut, Jungs, aussteigen! Wir beide bleiben drin! Gut! Gut, Tür hören wir zu und weiter geht's! Jungs, kann weiterreden. Hier ist ein Skelett. Wir haben ein Skelett gefunden. Guck doch mal, ein wahrer Schatz. Das ist ein richtiges Horn von einem Gnu. Hier muss sich der Tiger irgendwo rumtreiben. Alle ins Auto. Der Tiger treibt sich hier bestimmt rum. Oh nein, der Tiger hat uns bemerkt. Wir müssen schnell erstmal abhauen. An alle, erstmal Rückzug. Hier sieht es doch gut aus für ein Basislager. Oh ja, wir breiten sofort das Lager auf. Jungs, holt den Käfig runter. Klar. Wir müssen erstmal diesen blöden Baum da abschneiden. Sonst kann der Käfig nicht runter. Jetzt wird es nicht mehr, jetzt ist der Baum ab. Gut, jetzt kommt der Baum noch weg. Dann wäre alles geschafft. Leute, ihr könnt den Käfig runterlassen. Gut. Gut, gut, gut. Ich mach die Tür auf. Gut. Die Tür kommt runter. Und das ist auch gut. So. Oh, die ist ja echt schwer. Vielleicht stell mich doch lieber drauf. Na prima. Brauchen etwas Hilfe. Ich helfe dir, Susanne. Zieh, 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 Susanne. Der Käfig! Der weg hier! Dann kann es ja losgehen mit dem Fang. Schließen, dann wäre alles gut und erledigt. Okay, einer muss jetzt noch den Köder holen. Das mach ich. Und der Köder ist der schwer, war Mami. So ein schwerer nur ausgewählt, Mann. Oh, schwer. Au! Mist! Der Köder ist unten. Schnell den wieder in die Hand. Ab in den Käfig. Wie immer, öffne ich den Käfig jetzt. Ach, oben kann ich ihn ja öffnen. Rein damit. Da ist ja zum Glück unser spezielles Gitter drin, das man öffnen kann. Aber ein Tier kann ich nicht öffnen. Zack, fertig. Und vorsichtig runter hier. Au! Na, nicht schon wieder. Schnell hoch damit, das ist doch ein guter Käfig. So, die Falle ist aufgebaut. Ein Glück. Jetzt können wir uns noch mehr um das Lager kümmern. Ja, aber noch den Käfig drehen. So,
wird der Tiger keine Chance mehr haben. Sehr gut. Wo jetzt alle Vorbereitungen getroffen sind und da wir ja im Auto schlafen, ich gehe mal kurz auf die Toilette. Hilfe! 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 Oh nein, was ist da los? Ich komme schon! Hilfe! Eine riesige Königskobra ist hier! Hier, ich habe einen Betäubungsfall. Geht's dir noch gut? Sie wacht wieder auf! Warte, ich helfe dir. Ah, die ist echt schwer. So, jetzt bevor sie aufwacht, schnell wieder weg. Ah. Wow, wow, wow. Ich habe noch einen Betäubungsfall. Schnell weg hier. Komm jetzt! Das Gewehr! Ab mit dem Gewehr ins Auto! Du hast einen Königskobra-Angriff überlebt. Geht's dir wieder gut? Ja. Zum Glück. Achtung, da hinten kommt der Tiger. Alle ins Auto. Bald geht der Tiger in die Falle. Er geht rein. Sehr gut, der Tiger ist drin. Jetzt muss alles schnell gehen. Bereitet schon mal die Wagen vor. Alles klar, Chef. Ist alles ready? Ich muss kurz den Tiger betäuben, damit wir den aufladen können. Und dann können wir auch schon zurückfahren. Gleich, mach mal die Tür hier hinten auf. Oh, die ist ja echt schwer. Da brauchen wir so zwei Arme. Ja. Runter damit. Ja, damit du uns nicht mehr beißen kannst. Hey, wir wissen nicht, wie lange das Betäubungsmittel reicht. Schnell aufladen. Los, los, schneller, schneller. Hey, das geht viel schneller, wenn du hilfst. Oh nein, ich helfe nicht. Wieso? Hast du Angst vor dem Tiger oder was? Oh ja, ich hatte schon als Baby halt ein Tigerangst. Au! Nein. Komm jetzt schnell, dann geht's schnell, sonst werde ich gebissen. Nein, ich helfe dir nicht. Mann, alles muss man alleine machen. Ja, ich helfe dir. Wie ihr seht, haben die Ranger einen Tiger gefangen, aber es gibt auch einen schwer Verletzten. Oh, ruck. Schnell. Ruck. Schneller. Hoch damit. Gut. Da gehen wir drauf. Jetzt schnell zu. Ich bin's wieder, euer Jack. Ich bin 4 Jahre alt. Heute erforschen wir den Amazonas-Regenwald. Wir fangen heute eine Anaconda für den Zoo. Mit der Valentin ist Paul. Der fährt den Grünlandi. Mein Name ist Paul und ich freue mich, dass ich heute Jack begleiten kann bei seinem Anaconda-Trip. Ich hoffe, wir haben einen guten Fang. Alles klar, Paul? Ja, alles gut. Gut. Aufsitzen, Marsch, Marsch. Don't go looking for me before I fetch my room. Wir kommen in den Regenwald.
Da vorne habe ich eine Anaconda im niedrigen Gebüsch gesehen. Wir müssen unser Amphibienfahrzeug ins Wasser bringen. Team 2, bitte kommen. Wir richten hier das Basislager. Alles klar, ich bin schön unterwegs. Gut. Hier wird das Basislager errichtet. Obi-Wan, du bewachst das Basislager. Wir müssen das Amphibienfahrzeug jetzt ins Wasser bringen. Los. Erster Versuch ging schief. Wir müssen ihn wieder hochwinschen und dann mit der Winde runterlassen. Ganz vorsichtig. Alles klar. Oh, Vorsicht, eine Riesenassel. Die will ich aussaugen. Oh! Ganz vorsicht. Vorsicht. Okay, hat super geklappt. Sofort los. Davor ist sie, die große Anaconda. Los, schnappen wir sie uns. Wir kommen nicht voran, der Propeller ist fest. Warum ist er fest? Warte, ich guck mal. Ach, zu viel Schlingpflanzen hier in dem Gelände. Wir müssen rüber schwimmen. Los, einer muss raus. Obi-Wan, Basislager. Ja, was gibt's? Und unser Amphibienfahrzeug hat sich in den Schlingpflanzen festgefahren. Das ist aber nicht gut. Wie können wir denn helfen? Ihr könnt ein Helikopter oder einen Mensch schicken. Helikopter negativ. Wir sind zu weit draußen. Alles klar. Ich habe eine Idee. Wir können mit der Seilwinde und dem Jeep über das Wasser euch rausziehen. Ist das okay? Roger. Wer schon drüber und holt das Seil? Ich mach's. Schnapp dir das Seil. Die Schlange lauert schon im Wasser. Achtung, sie greift dich an. Achtung, Paul, sie greift dich an. Aber jetzt hat die ihn umwickelt. Komm, um Hilfe. Wir haben sie.
Wir haben sie. Der Schlange ein Beruhigungsmittel gegeben und sie kommt jetzt in die Kiste. Mit dem Amphibienfahrzeug wird sie jetzt wieder aufgeladen. Wir ziehen uns mit der Winde hoch. Gute Arbeit. Danke, Leute, dass ich für euch Aufklärungseinsätze fliegen darf. Thank you.